kommen wir zur weiteren Arbeit. In der zweiten Übung gilt es, ein Rezept so zu formatieren wie in dieser Lösung, dass nämlich die Mengen rechts untereinander ausgerichtet und die Anweisungen links untereinander, und anschließend haben wir hier eine nummerierte Liste, die eben mit sogenannten Einzügen formatiert wurde. Und auf der zweiten Seite folgt gleich noch ein weiteres Rezept. Bei Repetition geht es eigentlich um dasselbe, wie du schon in der Übung gemacht hast, einfach mit leicht anderen Inhalten. Ich denke, hier braucht es ein bisschen Übung, bis man vertraut ist mit diesen Tabulatoren und den Einzügen.